Hola a todos, es ist wieder soweit. Real Total vor Ort und schaut es euch nochmal ganz genau an. Prägt es euch gut ein, das Estadio Santiago Bernabéu, denn so wie es jetzt aussieht, würde es beim nächsten Mal nicht mehr aussehen. Das ist jetzt das letzte Heimspiel für die nächsten 11 Wochen. Erst Ende Januar wird hier wieder gespielt werden. Bis dahin wird sehr viel passieren und was bisher so passiert ist, werde ich euch jetzt zeigen in unserem endlich, dem vierten Video zur Baustelle Bernabéu. Damit es aber ein bisschen heller wird, suche ich jetzt mal den Lichtschalter. Vamos! Ja, schaut es euch gut an. 11 Wochen wird jetzt demnächst kein Spiel mehr hier sein. In der Zeit wird sehr viel passieren. Also geht es dann darum, um das Schiebedach da oben, um natürlich die neue Außenfassade wird weiter wachsen. Auch im Untergrund dieses Rasentiefregallager wird weiter wachsen. Das Bernabéu kriegt auch noch eine Dachterrasse und vieles andere mehr. Diese 360-Grad-Videotafel, auf die bin ich schon sehr gespannt. Das wird alles hoffentlich sehr weitergehen bis Ende Januar. Es ist natürlich auch schon viel passiert. Oben das alte Dach wurde abgenommen. Es sind auch hier ist noch ein neuer Treppenaufgang entstanden, auf der anderen Seite auch. Die zwei alten wurden abgerissen, damit hier die neuen größeren dann das neue Dach stützen können, weil das wird eine gigantische Konstruktion. Hier seht ihr schon die ersten Stahlträger, die dann für das Schiebedach sein werden, die sich dann auch ja, verschieben werden auf dem Dach. Also das ist ein absolutes Monstrumprojekt. Wir sind hier auf der Westseite, das ist dort, wo früher das Real Madrid Wappen auch war, an der Außenfassade, da wo die meisten Fotos entstanden sind, und wir gehen da jetzt noch mal weiter Richtung Südseite. Seit 2019 geht es hier so richtig rund am Bernabéu. Die geplante Fertigstellung war ursprünglich mal für Winter 22 geplant. Florentino Perez sagte da jetzt mittlerweile, dass es dann bis Sommer 23 fertig werden soll. Und ihr kennt schon so grob hier die neue Form des Bernabéus, die Außenfassade. Guckt euch die mal genau an, die Farbe. Wie würdet ihr die beschreiben, diese Farbe? Das ist doch ganz klar Champions League Finalpokalfarbe, oder? Wie auch immer, bin ich gespannt, wie das bei der Bestellung damals ablief. Hier dieses Exoskelett außenrum, was außenrum entstanden ist. Dort wird natürlich noch mehr, werden noch mehr von diesen Lamellen, von dieser Außenfassade hingebaut. Wir sehen jede Menge Kräne und anderer Fahrzeuge, die hier überall rund um das Bernabéu aufgestellt sind. Hier sind wir jetzt eben an der Südseite und da zeige ich euch gleich noch mehr. Hier stehe ich jetzt vor dem Fondo Sur auf der Calle Marceliano. Das ist die Straße, wo immer noch die Ultras-Sur für Stimmung sorgen vor den Spielen. Hier ist mittlerweile der Fanshop umgezogen. Das schon auch vor einiger Zeit. Hier war früher dieses Real Café mittendrin. Kennt vielleicht von einigen von euch noch. Und direkt neben dem Fanshop von Adidas ist da jetzt auch die Tour Bernabéu. Also die ist mittlerweile auch nach unten gezogen. War ja vorher so im zweiten, dritten Stock oder so. Ist jetzt da im neu gebauten Keller drin. Genauso wie übrigens auch Mixzone und Pressekonferenz. Gar nicht so eine gute Luft da unten drin. Das ist jetzt alles da. Dort wäre auch der Eingang. Und auch hier seht ihr nochmal diese neue Außenfassade, die Lamellen. Und wenn wir hier ein bisschen in die Ecke gehen, erkennt ihr da hinten auch ein bisschen, wie diese neue Außenfassade wieder so ein bisschen eine Beule, ein Pickel rausguckt. Das Bernabéu wird halt ein bisschen einen schwebenden Eindruck haben, als wäre ein UFO gelandet, dass es so ein bisschen einfach, ja, nicht in der Luft steht natürlich, aber wird schon was Besonderes. Da hinten sind die Tauben, hier kommen noch mehr Tauben, geschäftiges Treiben, da hinten kommen dann natürlich noch die ganzen Kräne und Bauwagen, Baumaschinen, LKW. Hier ist immer was los, natürlich auch viele Fans, die hier rumlaufen und begutachten, was hier so passiert. Da hinten hinter dem Tor sieht man jetzt auch gut den Grund, warum dort immer noch hinter dem Tor diese Plane ist mit dem Real Madrid Schriftzug drauf. Der Grund ist, sind die vielen Baumaschinen und Kräne, die einfach noch runterfahren müssen, denn das Bernabéu liegt so 5 bis 10 Meter unter dem Straßenniveau. Und naja, die LKW können ja nicht einfach runterplumpsen hier aufs Spielfeld, auch wenn das Spielfeld eh schon ziemlich mitgenommen aussieht. Hola, nicht aus dem Himmel, sondern von viel weiter oben unter dem Dach. Ich bin hier irgendwo in der vierten Ebene des Estadio Santiago Bernabéu. Hier läuft gerade ein Spiel und auch hier gibt es viel zu entdecken. Ich bin überrascht, dass hier in der Osttribüne dieser ganze Block eigentlich leer ist. Da hinten die Reihe, aber eigentlich ziemlich voll ist. Wir sehen weiter drüber diese neu entstehende Osttribüne, die gab es eben vor einiger Zeit noch nicht. Da drüber ist das neue Dach. Auch das ist noch am Entstehen interessant, wie auch diese Gerüstkonstruktion das ganze Dach noch stützt. Ab und zu ist mal hier so eine rote Ziegelsteinwand eingezogen. Auch da diese zwei weißen Blöcke sind komplett neu, wie auch hier auf der Seite. Da hinten der Auswärtsblock. Da hinten der Auswärtsblock. Ziemlich gut besucht von dem Donnerstagabend. Chapeau an den FC Cadiz. Und seht ihr das auch?
irgendwie sind ja wohl die Scheinwerfer hier, da weiter unten links, da weiter rechts oben, ein bisschen schief, aber es wird schon irgendwie seine Gründe haben. Wir vertrauen ja alle Florentino, auch hier noch ein paar leere Blöcke, bin ich gespannt, was das wird. Interessant hier, wenn wir auf die Reihe mal schauen, dieses Gitter bei den Treppenaufgängen, das ist neu. Also auch hier diese fetten Stangen ist neu, genauso auch die Gänge davor, das seht ihr hier. Dort werden eben neue VIP-Boxen dazukommen mit einem Zugang, dann mit einem Balkon davor, sage ich mal. Das ist auch neu und ich bin besonders gespannt, was das über mir sein wird. Also wenn wir mal über mich schauen, da oben, da seht ihr eine Plattform. Ob das die neue Dachterrasse wird? Ich habe da Unterschiedliches gehört. Manche sagen, ja, das wird die Dachterrasse und die wird dann noch durchgezogen bis nach da. Andere sagen, das wird einfach eine Stütze für die neue Dachkonstruktion. Aber die neue Dachterrasse muss ja auch hier irgendwo in dem dritten, vierten, auf der dritten, vierten Ebene sein. Wenn wir uns noch anschauen, wo die 360-Grad-Videotafel sein wird, die wird jetzt nicht da oben sein, auch wenn sich diese Rundung perfekt dafür anbieten würde. Die wird hier im Inneren sein. Im inneren Circle sein. Hier wird irgendwo diese 360-Grad-Videotafel sein. Auch dort muss noch sehr viel passieren, wie ihr seht. Hier ist immer noch sehr viel zu tun. Wir sind alle sehr gespannt. Und ja, wenn man hier nochmal runterschaut, da hinten, dort sitze ich nochmal übrigens. Und heute hat Adrian die Akkreditierung bekommen. Also hola, amigo. Schön weiterschaffen, während hier das Spiel läuft. Real Madrid führt verdient mit 1-0. Ich hoffe mal, das bleibt dabei. Denn das war auch mein Tipp. Naja, ich gebe zurück in den Himmel. Hala Madrid. An der Westseite haben wir angefangen. Wir waren im Fondo Sur. Jetzt sind wir an der Ostseite. Und das ist, wo früher das Esquina del Bernabeu, ein ehemaliges Shoppingcenter mit Restaurants und so weiter, stand. Weiter da oben, dort war der größere Adidas-Fanshop. Dort war auch der Ehrenbalkon von Real Madrid, wo Neuzugänge und so weiter präsentiert wurden. Alles platt gemacht worden, genauso wie noch zwei Türme, die hier so waren. Dort sind zum Beispiel verletzte, gesperrte Spieler mit ihren Familien immer untergekommen. Dort, wo Ramos seine berühmte Dokumentation während dem Ajax ausgedreht hat. Wenn wir mal so rüberlunzen über den Zaun, dann sehen wir, hier ist viel platt. Hier drunter war ein riesiges Loch. Dort ist das neue Parkhaus entstanden. Hier soll später mal so eine kleine grüne Parkanlage waren. Und wenn wir da oben schauen, dort sehen wir nochmal diese Ausbuchtung, die andere Beule, wo eben die neue Osttribüne entsteht mit diesen 2.000-3.000 neuen Plätzen. Sehr viel immer noch zu tun, sehr viele neue Treppenaufgänge schon entstanden und immer noch enorm viele Kräne überall, wo man hinblickt. Also hier wird es nicht langweilig. Hier an der Nordseite sieht man eigentlich nur neue Außenfassade. Deswegen kann ich hier noch mal ein paar generellere Themen erwähnen, dass es bis Sommer 23 fertiggestellt werden soll. Habe ich schon gesagt, die Kosten hatte ich noch nicht erwähnt. Der ursprüngliche Kredit ging bis 575 Millionen Euro. Den haben Florentino Perez und Co. noch mal erhöht auf jetzt 800 Millionen Euro. Wurde auch von den Mitgliedern abgesegnet, abgestimmt darüber. Und ja, Gründe sind natürlich verschieden. Corona-Krise, jeder, der baut, weiß, wie schwer es ist, an Rohstoffe zu kommen und dass alles irgendwo die Preise gestiegen sind, bla. Aber dass Real Madrid das Geld nicht wieder reinholt, daran bestehen sehr wenige Zweifel. Denn das neue Bernabéu wird eine Gelddruckmaschine. Es wird nicht nur ein Fußballstadion sein, das seine 40 Heimspiele im Jahr hat. Hier werden 300 Tage im Jahr, wenn nicht noch mehr, Veranstaltungen sein. Durch eben dieses Ausfahr- oder nach unten fahrbare Rasenfläche kann man dort regelmäßig Konzerte veranstalten, Messen, Fashion-Shows wurden gezeigt von Real Madrid und auch viele andere Sportveranstaltungen. Real Madrids Basketballer dürften hier ab und zu mal spielen, Rafael Nadal will hier mal spielen, American Football soll auch mal passieren, wer weiß, irgendwann vielleicht sogar mal ein Super Bowl. Spanien will ja auch die WM 2030 austragen, da wäre das ideale Finalstadion, wenn sie einen Zuschlag bekommen. Also hier wird sehr viel passieren, dazu kommen dann etliche Restaurants und Bars da oben auch auf der Dachterrasse. Wir alle werden, glaube ich, hier sehr viel Geld lassen und deswegen lohnt sich das für Real Madrid. Deswegen lohnt sich auch so ein in dreierlei Hinsicht absolutes Wahnsinnsprojekt. Der erste Punkt ist ja schon mal, dass man es überhaupt umbaut, statt neu zu bauen. Für 800 Millionen Euro hätte man das Ganze auch zweimal irgendwo neu bauen können. Aber Real Madrids Anspruch ist es, in der Innenstadt zu bleiben. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Innenstadt. Du hast hier so viel Verkehr, heute geht's, es ist Feiertag, so viele Fußgänger auch, egal ob die hier wohnen, hier arbeiten. Touristen sind, die dann teilweise auch die Bauarbeiter aufhalten, weil dann ein LKW oder ein Gabelstapler nicht so richtig durchkommt. Hier ist immer sehr viel los, also allein, dass es in der Innenstadt stattfindet, auch Wahnsinn. Und dritter Punkt wäre dann während des Spielbetriebs. Also hier wird ja immer noch normal gespielt. Vor den Spieltagen müssen dann die Bauarbeiter wieder alles zurückschieben und damit die Leute zu ihren Toren kommen und Zuschauer der dritten Halbzeit wissen, wie das
dann aussieht, so 2 Stunden nach Abpfiff eines Spiels, dann werden alle Zäune wieder zurückgefahren und dann ist alles wieder, muss man die Geräte wieder hinschaffen. Das ist und bleibt ein absolutes Mammutprojekt. Man hätte es einfacher haben können, wie vielleicht auch der FC Bayern, der dann eben weiter außerhalb gebaut hat, aber Real Madrid will hier in der Innenstadt bleiben, wird hier in der Innenstadt bleiben. Das Bernabéu wird eine neue Gelddruckmaschine und ja. Ich bin schon sehr gespannt, wie es dann im Sommer 23 aussehen wird. Klar soweit? Dann kommt jetzt nochmal die Hand. So, jetzt wisst ihr wieder Bescheid, was bisher passiert ist beim Bernabéu und was vor allem noch passieren wird bis Ende Januar, bis zum nächsten Heimspiel. Ich gehe jetzt erstmal in das heutige Heimspiel, hoffe auf den Sieg von Real Madrid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt Real Total bestimmt schon abonniert. Wenn noch nicht geschehen, dann jetzt bitte tun und gerne auch meinen eigenen YouTube-Kanal abonnieren. Der wird hier irgendwo eingeblendet. Also, Hala Madrid, bis zum nächsten Mal. Ciao.